Moin, sind ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu The Elder Scrolls Online. Wir sind momentan gerade auf der geheimen Versteckinsel des Schleiererbes und haben uns da so als ein neuer Anwerber und ja, möglicher Kommandant eingeschlichen und sollen heute ein paar Aufgaben erfüllen, um uns als würdig zu erweisen. Vorher lesen wir mal gerade dieses Büchlein, was hier liegt. Jo, alles klar, das hatten wir sogar noch nicht. Und dann schnacken wir doch mal mit, wie heißt er denn? Omonir. Guten Tag, Omonir, was ist da los? Ihr seid hier, um euren Verstand prüfen zu lassen? Ja. Um zu wissen, ob ihr habt, was es braucht? Ja, ich bin bereit. Die Prüfung ist ganz einfach. Ich stelle euch ein Rätsel. Ihr sucht euch einen der Gegenstände auf diesen Tischen hier aus. Einer von ihnen ist die richtige Antwort. Ihr wählt falsch. Dann erleidet ihr die Folgen. Oh, klingt ungut, aber stellt mal euer Rätsel. Warum stellst du es nicht? Ihr seid hier, um euren Verstand. Ja. Die Prüfung ist ganz einfach. In Stunden ist mein Leben bemessen. Von meinem Zweck werde ich gefressen. Dünn bin ich schnell wie ein flinker Recke. Fett bin ich lahm wie eine kranke Schnecke. Was bin ich? Also in Stunden ist mein Leben bemessen, von meinem Zweck werde ich gefressen. Also irgendetwas, was im Laufe, wenn man es benutzt, kaputt geht. Dünn bin ich schnell wie ein flinker Recke und fett bin ich lahm wie eine kranke Schnecke. Es kann dünn und dick sein. Mal sehen. Eine Kerze wird es wahrscheinlich sein. Von daher wird sie gefressen. Sie kann, genau, wenn sie dünn ist, geht sie schneller. Wenn sie dick ist, brennt sie lang. Oh, das ging aber schnell, ne? Aber wir können auch mal gucken, wie es mit dem Rest ist. Eine Flasche geht natürlich auch, ne? Von meinem Zweck werde ich gefressen, klar, die geht dann leer, aber die geht halt nicht ganz weg. Ich würde mal behaupten, es ist die Kerze. Die Sanduhr geht natürlich auch. Wir gucken nochmal das Rätsel. Sanduhr wäre auch möglich. Gut, aber merkt es euch dieses Mal. Ja, ja. In Stunden ist mein Leben bemessen. Von meinem Zweck werde ich gefressen. Dünn bin ich schnell wie ein flinker Recke, fett bin ich lahm wie eine kranke Schnecke. Bläst der Wind so, bringt er mich rasch zur Strecke. Hat er diesen letzten Satz letztens auch gehabt? Weil dann ist es klar, dann ist es die Kerze. Kerze, Kerze, Kerze. Das da. Das war falsch. Bumm, sie sind tot. Ihr habt weise entschieden. Seid ihr für eine weitere Frage bereit? Oh, noch mehr? Ja, fahr mal fort. Löst auch dieses Rätsel und schon sind wir hier fertig. Dann stell mal dein Rätsel. Als Freund der Wächter, Söldner und Soldaten erduld ich klaglos aller Kriege Taten. Nach vorn weiß ich beim ersten Kampfesschrei und auf dem Marsch halt ich euch wohl den Rücken frei. Was bin ich? Als Freund der Wächter, Söldner und Soldaten erduld ich klaglos aller Kriege Taten. Nach vorn weiß ich beim ersten Kampfesschrei und auf dem Marsch halte ich euch wohl den Rücken frei. Okay, was haben wir denn hier? Also eine Sanduhr wird es nicht sein, ein Buch auch nicht. Ein Schild, ein Schwert. Ja, hier sowas genau. Wein. Was könnte das denn sein? Also entweder ist es das Schild. Das müsste ja, wenn, eigentlich kann es nur das Schild sein. Ein Schwert, klar. Beim Marsch den Rücken frei. I'm a little bit curious, aber ich würde sagen, wir versuchen es einfach mal mit dem Schild. Kommt wohl am nächsten ran. Also Schwert, klar. Das ist beides eigentlich gleich, ne? Aber wir nehmen mal das Schild. Wir kriegen bestimmt Ärger jetzt. Oh Gott. Gute Arbeit. Oh, ihr habt euren klugen Kopf unter Beweis gestellt. Ich bin ja auch ein Fuchs, ne? Das muss ja so sein. Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt müsst ihr die Ausdauer eures Herzens beweisen. Sprecht mit Varusante. Sie wird die letzte Prüfung beginnen. Alles klar, Ausdauer des Herzens. Kriegen wir hin. Mein Herz ist sehr ausdauernd. Wird es gerade Tag? Oh, wunderbar. Heute erleben wir mal den Sonnenaufgang und nicht den Sonnenuntergang. Ach, wie hier oben übrigens seht, ich habe ein neues Add-on installiert. Ja, ich weiß, ich bin böse, aber ich verpeile ja so extremst doll, auch mal nach Ressourcen Ausschau zu halten. Und dieses wunderbare Add-on, da ist so eine Datenbank hinterlegt und dann zeigt mir das auf der Map an, wo zum Beispiel Kisten sind, wobei wir die gerade irgendwie auf der Map oben nicht sehen. Doch da. Mögliche potenzielle Kisten, weil ihr überlegt mal, wie wenig Kisten wir momentan gelootet haben. Das ist unglaublich. Und das Problem ist, durch die Kisten kriegt man halt Erfahrungspunkte. Das Blöde ist halt nur, diese Kisten sind für alle da und wenn einer die gelootet hat, dann ist die Kiste natürlich weg. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal gucken, hier müsste irgendwo eine Kiste sein und wie ihr seht, hier
Ist aber nichts an Kiste, also hat die schon jemand gelootet. Schöner sind natürlich diese Ressourcengeschichten, weil es wesentlich angenehmer ist, da damit zu looten. Weil man wirklich sieht, okay, hier muss irgendwo was sein, okay, ist nichts da, alles klar, hat sich einer gegriffen, weiter geht's. Aber das ist so, wenn man unterwegs ist, ist das ganz nett, dann achtet man ein bisschen mehr darauf, wo diese Ressourcen sind und sammelt die dann auch häufiger ein, was einem dann beim Schmieden wieder hilft. Ne? Man kann das in zwei Arten sich installieren, und zwar so, dass das einfach blanko ist und jedes Mal, wenn man selber etwas findet, setzt er so einen Punkt auf diese Map, also jeder hat eine eigene Datenbank, oder man guckt im Internet nach, da gibt es so eine migrierten Datenbanken, da ist es einfach von allen möglichen Spielern, werden da die Werte zusammengemigriert und man kriegt eine große Datenbank, wo so ziemlich alles drin ist, aber selbst die hat noch nicht alles, also ne? Ich habe auch schon einiges gefunden, was da nicht drauf war. So, jetzt sprechen wir mal mit Varun Saunte. Seid ihr hier für die Prüfung der Ausdauer? Das hier ist der Insellauf, kein gemütlicher Spaziergang. Denkt ihr, ihr schafft das? Ach, so ein bisschen laufen. Ich schaff das. Auf mein Zeichen hin erscheinen magische Säulen auf einer vorgegebenen Strecke. Folgt hurtig den Säulen. Oh, und Obacht bei den Kobolden. Die kleinen Bastarde haben scharfe Zähne. Soll ich gegen die kämpfen oder an denen vorbeilaufen? Ich bin bereit. Ach so. Schließ das Rennen ab. Bam bam bada bam bam bada. Oh cool, wir müssen sogar springen. Oh, jump! Yo! Erreicht die nächste Markierung. Okay, 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 okay. Alles kein Ding. Wow, 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 wow. Es ist unglaublich, im Herzen von Tanzelwil zu stehen. Weiter, 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 weiter. Bis jetzt hat mich noch kein Kobold gebissen. Ich bin noch zuversichtlich. Oh Mist, ich sacke, ich muss hier hoch. Ja, yo, läuft. Weiter geht's. Voll das Wettrennen, aber haben wir auch mal sowas versucht. Das ist echt ganz nett, ne? Also man muss sagen, so vom Abwechslungsfaktor her sind die Quests schon wirklich nicht schlecht. Ich habe mir da mehr Sorgen gemacht, muss ich sagen. Aber die sind eigentlich ganz nice. Die haben natürlich öfter mal so ein bisschen die Grenzen, die so ein MMO halt hat, weil die schiere Menge das Ganze einfach schwieriger macht, was Animationsqualität und ähnliches angeht. Aber dann denke ich wieder an Skyrim und den Werwolf, der Blut in die Schüssel gemacht hat und es einfach mit einem Platschen war diese Schüssel voll. Da war auch nicht alles super animiert, ne? Muss man ja zugeben. So, erreicht die nächste Markierung. Also bis jetzt war alles ziemlich entspannt, ne? Bisschen laufen, es wird schön Tag, also super Sache. So einen kleinen Morgenspaziergang, um die Fettpölsterchen loszuwerden, ne? Ja, versuch mich anzugreifen. Alter, du Sau! Das ist nicht nett! So, weiter geht's. Machen wir eigentlich auch so Spuren im Sand? Ja, Tatsache. Oh, cool. So, weiter geht's. Diesmal kümmere ich mich gleich um den Kobold. Lässt sich ja eh nicht vermeiden. Fehlgeschlagen? Das ist fehlgeschlagen? Warum? Wahrscheinlich hätten wir laufen müssen. Wir hätten uns nicht um die Kobolde kümmern dürfen. Verdammt! Na gut, versuchen wir es nochmal. Wir haben tatsächlich zu lange gebraucht anscheinend. Okay, in nächster Runde laufen wir einfach nur und versuchen die Kobolde zu umrunden. Soweit wäre das doch gar nicht mehr gewesen. Oh ja, gut. Gehen wir hier entlang, gucken, ob die Kiste vielleicht schon da ist. Wer weiß, ne? Ja, na, na. Aber ihr seht, ich bin so GOI und Addon-mäßig, versuche ich ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Also man braucht da schon so seine Helferlines, wenn man so ein bisschen erfolgreich sein möchte. Weil dieses Schmieden, es bringt wirklich extrem viel. Ne? Aber wenn man Gras anhat, dann selbst mit diesem, ich habe natürlich auch Skillpunkte investiert, bei meinem Hauptcharakter vor allen Dingen auch, will ja fair sein. Dann leuchten diese Schmiedevorkommen, aber selbst dann übersieht man die extremst, ne? Man kann dann optional Tipp von der GameStar, mach mal das Gras aus, dann sieht das zwar voll von Arsch aus, alles, aber man sieht toll die Ressourcen, das stimmt auch, aber hallo, ich habe ja nicht so einen Rechner. Für die Prüfung der Ausdauer? Ja, ja. Auf mein Zeichen hin erscheinen. Um dann das Gras zu deaktivieren, ne? Also holt man sich dann so ein Helferlein. Aber das ist auch ganz schön, weil man kann schön filtern nach den verschiedenen Berufen, wenn ich jetzt irgendwie. Was weiß ich, ich brauche jetzt ganz viel klares Wasser, dann stelle ich das darauf ein, dass ich klares Wasser suchen möchte und dann zeigt er dir mögliche Spots für klares Wasser. Ja, ist schon ganz cool. So, hier entlang. Jo, guten Tag. Ich muss mich beeilen, sonst kriege ich wieder Ärger von der Frau, weil ich zu lange brauche. Zap, zap, zap. Ich sehe so hässlich aus. Das geht gar nicht. Ich will meinen Schweif wieder zurück haben. Ich frage mich, wo er den hingepackt hat, ne? Oh, ignorieren, Alter. Mach, was du willst. Ich habe keine Zeit für dich. Fünfe einfach, heil mich und dann ist das gut. So. Wir heilen uns einfach stumpf und dann können wir da durchrennen. Das ist gar kein Problem.
Heißt ja auch Rennen, ne? Ich hätte ja davon ausgehen können, dass wir nicht einfach stehen bleiben dürfen, um dann die Kobolde zu verprügeln. Hier müssen wir anscheinend auch gar nicht hoch, aber es macht Spaß, deswegen machen wir es trotzdem. Hui, weil ihr seht, das geht nämlich da runter. Also irgendwie auch schwachsinnig, aber was soll's. So, den umkreisen wir. So, weiter, weiter, weiter. Ihr schön üben da, ne? Schleiererbe Gesocks. Gar nicht. So, reicht das nächste, reicht die nächste Markierung. Kein Problem. Inzwischen ist es auch richtig hell. Schön, ne? Wird immer sonniger. Oh, so ein paar Röntgen hier. Tong. So, den da gehen wir irgendwie ein bisschen mehr am Strand entlang. Dann sollte uns der da auch nicht nerven. Ein bisschen das hübsche Wasser genießen. Es könnte ein bisschen mehr Gicht und Wellen geben. Aber naja, wir wollen uns jetzt nicht zu sehr beschweren. Hallo, ich muss hier einmal lang. Ah, jo, läuft. Super Sache. Ich hoffe, das führt hier nicht durch das Koboldgebiet gleich, aber wahrscheinlich direkt durch. Oh ne, wunderbar, dran vorbei. Wieso ist das wieder fehlgeschlagen? Ich habe doch alles perfekt gemacht. Warum? Vielleicht müssen wir auch wirklich rennen. Okay. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich ausdauermäßig so einen Ausdauertrank hier uns reinkippen und dann rennen oder so. Ich weiß es nicht. Wir rennen jetzt ein bisschen mehr. Wir waren wohl zu langsam. Aber ihr seht, das ist nämlich nicht mehr so weit, wenn man da tatsächlich ein bisschen rennt. Vielleicht darf ich auch mein Pferd benutzen. Das wäre natürlich super, wenn ich das Pferd benutzen kann. Schaffe ich das ja locker. Gucken wir mal, ob das geht oder ob er meckert, wenn wir das Pferd nehmen wollen. Dann nehme ich mein Pferd. Scheiß drauf. Mit dem komme ich auch über die scheiß Obstacles da. Das ist überhaupt kein Problem. So, ich will es nochmal versuchen. Ja. Guckst du, hä? Gib alles, Pferd. Wir haben hier keine Zeit. Okay, 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 okay. Wow. So, dann hier drum rum. Alles klar. Nerv nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Los, los, los. Keine Zeit. So, warte, wir rennen ein bisschen. Lauf! Bis das Vieh aufhört, uns anzugreifen. So, dann wieder H. Ich darf nicht. Wir befinden uns angeblich noch im Kampf, deswegen rennen wir einfach. Hättest du vielleicht nicht gerade jetzt machen müssen, wo so ein Vieh uns wieder angreift. Reiten, reiten, reiten. Ja, alles cool, alles cool, alles cool. Los, 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 los. Los, Pferd, erhol dich ein bisschen. Ich muss Gas geben. Okay, okay, okay. Oh, das war ja auch noch die letzte Markierung gerade eben, als wir versagt haben. Das darf doch nicht wahr sein. Man hätte halt echt rennen müssen. Man durfte nicht so gemütlich wie ich spazieren. Du bist aber auch eine, ey. Eine beeindruckende Zeit. Ihr habt die Schleierprüfung der Ausdauer bestanden. Nach dem dritten Mal, ne? Was kommt als nächstes? Alandare urteilt über die letzte Prüfung. Die Prüfung der Stärke. Nun macht schon. Ja, ja, ich kümmere mich um die Stärke. Was ich übrigens auch noch rausgefunden habe, diese Dolmen mitzumachen, ist äußerst sinnvoll. Es macht zwar nicht unbedingt den Mega-Spaß, aber es gibt verdammt viele Erfahrungspunkte. Und ich hatte das jetzt schon öfter, dass ich questtechnisch, vor allen Dingen, weil ich diese Gruppenmobs nicht unterwegs mitgemacht habe und so, sondern immer gewartet habe, bis ich stark genug bin, dass es das auch angenehm geht, hatte ich das dann auch, dass alle Quests irgendwie sagen, die sind für Level 21, 22 und ich bin erst Level 20. Da kann man sie einfach dahinstellen, 4, 5 so eine Dolmen mitmachen und schwupps hat man ein Level geschafft. Also das werden wir versuchen jetzt auch hier im Let's Play immer so ein bisschen öfter zu machen, wenn wir so einen Dolmen sehen da irgendwie am Himmelsrand, dann nehmen wir den natürlich mit. Das ist eigentlich ganz gut. So, jetzt muss ich einmal gerade gucken, wie viel Zeit wir noch haben. 5 Minuten, das sollte ja wohl für die Stärkeprüfung hier reichen. Ihr habt das Rätsel eines alten Mannes gelöst. Ja. Und seid ein kleines Wettrennen gelaufen. Mhm. Gut für euch. Bereit für eine richtige Good for you. Herausforderung? Wie beweise ich meine Stärke? Sollte ich dir etwa das Gesicht zerknallen? Ihr kämpft. Jeder Offizier unter dem Schleier muss wissen, wie man kämpft. Hinter mir ist ein Kampfring. Ihr werdet euch anderen Offiziersanwärtern stellen. Ich werde gegen andere Rekruten kämpfen? Ich will kein Gejammer hören. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns, bevor wir diese Ketzerin Eiren vom Thron stoßen. Die Schleierkönigin verdient nur das Beste. Also nehmen wir nur die Besten. Na gut, ich bin bereit, ne? Wir werden sehen. Geht die Treppe hoch und stürzt euch ins Getümmel. Wenn ihr überlebt,
Seid ihr dabei? Macht euch bereit. Alles klar. Wollen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen. Wo ist denn das Getümmel? So wirklich getümmelig sieht das hier nicht aus, muss ich sagen. Ah, Tatsache. Da kommt ein bisschen Getümmel. Hallo. Ah, toll. Gleich mal daneben gehauen, ey. Getümmel! Hau mir nicht ins Gesicht! Oh, mein schöner Schweif, wo bist du nur hin? Na, raus da! Das war nicht so schwer. Okay, danke für euer Gold. Da kann ich mir ja noch nicht mal ein Bier in der Taverne für leisten. Was ist denn hier los in dem Spiel? Also irgendwie, goldbelohnungstechnisch hätten die das echt ein bisschen höher anheben können. Also ich muss euch sagen, ich bin bei meinem anderen Charakter, da bin ich jetzt Level 25 und ich kann mir immer noch kein Pferd leisten. Hätte ich nicht diese wunderbare Dödel Edition. Na gut, ich bin jetzt auch nicht super sorgsam damit ausgegangen, aber ich habe mir noch nie irgendeine Waffe oder sowas gekauft. Also, mein Gott, das ist schon heftig. Gute Arbeit. Ihr seid zäher, als ihr aussieht. Danke, glaube ich. Ich darf euch unter dem Schleier willkommen heißen. Tut euer Schlimmstes, um die Schleierkönigin stolz zu machen. Ja, das kriege ich auch so hin, ne? Quest abschließen. Ihr seid jetzt ein vollständiges Mitglied. Und ihr habt Glück. Die Schleierkönigin höchstpersönlich wird eine Rede dazu halten. Wohin soll ich gehen? Der Schleierrat trifft sich in der großen Halle. Sie liegt nördlich von hier, am höchsten Punkt der Insel. Und ihr sagt, dass die Schleierkönigin selbst hier ist? Nein, sie ist nicht hier. Sie muss in Sicherheit bleiben, im Verborgenen. Sie nutzt einen Zauber, um über Projektionen zu uns zu sprechen. Ich wollte schon gerade sagen, das wäre gefährlich. Meldet ne? euch beim Rat. Stellt euch vor und macht euch bekannt. Darauf freue ich mich. Total, ne? Begonnen, der Schleier fällt. Ist dem so? Betretet die Schleierburg. Alles klar, es wird wahrscheinlich das da oben sein. Was ich auch gelernt habe, wir sollten, wenn wir Monster so sehen, dass man... Ach, scheiße. Mal mitnehmen. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, dass ich jetzt wieder den Tempel spiele. Ich habe am Wochenende, muss ich echt zugeben, ich hatte ja keine Zeit zum Aufnehmen. Aber ich habe ein bisschen meinen anderen Charakter gespielt und bin ziemlich drin im Drachenritter. Jetzt müssen wir wieder umdenken hier. So. Weiter geht's. Das ist die Schleierburg. Oder nix wie rein da, ne? Sieht aber ganz heimelig aus. Die Schleierburg. Die Erinnerne Akademie wurde bei den Plünderungen von Himmelsrand durch die Schnöten im Jahr zerstört und nie wieder aufgebaut, da ihre Lage auf der Insel ab diesem Zeitpunkt als nicht verteidigbar galt. Aber jetzt haben die eingestürzten Hallen der großen Bibliotheken der Akademie neue Bewohner. Den Anführer des Schleiererbes ausfindig. Einer von Irons Agenten ist verkleidet unterwegs. Verdammt, sie sind hier. Wer ist hier? Ah, man hat uns gefunden. Räumt die erste Kammer. Hallo. Ja, ich habe euch die ganze Zeit verarscht. Mein Schweif ist wieder zurück. Sie nicht entkommen. Jo, wow, wow, raus aus dem Einflussbereich hier. Ja, da guckst du, hä? Oh, seid ihr aber viele. Oh, es wird langsam knapp. Muss uns ein bisschen mehr beeilen. Oh Gott, scheiße. Na komm, werd bescheuert und dann einmal ausholen und... Oh. Das war aber eng. Ich will nichts sagen, aber das war eng. Ich hätte hier 5 machen müssen zum Heilen. Zwischendurch einmal, dass wir uns auch heilen. So, bevor wir da in die zweite Kammer gehen, einmal umgucken. Hoffentlich respawnen die nicht gleich. Das wird also noch ein bisschen anstrengend. Ich habe gehofft, man kann die irgendwie so nacheinander irgendwie fertig machen. Aber nein, die stürmen natürlich wieder alle wie die Bekloppten auf einen zu. Machen einen fertig. Bratfett. Ja, wenn ich was mitnehme, dann natürlich Bratfett. Wobei, wo ich gerade sehe, ist unser Inventar ziemlich voll. Wir sollten aufhören, den Schwachsinn zu looten, den man eh nicht braucht. Und machen uns auf in Richtung zweiter Kammer. Oh Gott. Okay, wir machen uns in Richtung zweiter Kammer im nächsten Part auf. Oh, dürfen wir den tollen Türschalter drücken. Ich bedanke mich dann jetzt erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat. Lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.